Vitamin-Nachschub für Süditalien. Pink Lady Lissy hat 18 Tonnen Äpfel an Bord. Und der Großhändler hat sein Lager mitten in einem Wohngebiet in Lecce. Das Abladen läuft zumindest. Ja, das noch spannende Stück habe ich ja noch vor mir. Ich muss ja noch rauskommen. Auch da, wo ich reingekommen bin, muss ich rauskommen auch. Und das ist leichter gesagt als getan. Denn der Weg ist selbst für gestandene Trucker eine echte Herausforderung. Die Gassen sind hier schmal. Gott sei Dank hat die Pink Lady vor Ort Helfer, die das Rangieren erleichtern. Grazie. So, wo ist jetzt der beknackte Balkon? Gefahr droht von allen Seiten. Der Truck ist nicht nur lang, sondern auch hoch. Das Trucker-Babe behält die Nerven. Geht das hinten da überhaupt noch? Ich sehe gar nichts, gell? Die Jungs halten alle Augen auf. Ohne ihre Hilfe geht es nicht. Allora, sì. Grazie mille, grazie a tutti. Ciao. Ich sage jetzt zum nächsten, bis zum nächsten Mal, weil das muss ich nicht nochmal haben. Ciao. Mit italienischer Gelassenheit kriegt Lissy jede Kurve. Ich hab's geschafft, ja. Ich bin froh. Ich habe teilweise gar nichts mehr gesehen im Spiegel. Es war total toter Winkel. Und in dem Moment, da bin ich, keine Ahnung, da schaltet mein Gehirn aus, da tue ich nur mehr funktionieren. Da fahre ich nur mehr und fertig. Und danach erst dann registriere ich eigentlich, was ich da für enge Manöver gemacht habe und enge Gassen waren und so weiter. Das kommt erst danach dann. Aber in dem Moment, dann, da bin ich nur mehr aufs Fahren. Da bin ich nur mal wie so eine Maschine, die fährt dann nur mehr. Heute fährt die Maschine noch bis Rutigliano, der nächsten Ladestation. Knapp 140 Kilometer nördlich. Ja, genau, du musst auf die Seite fahren. 530 PS schaffen den nötigen Respekt. Ja, du bist ganz schlauer. Genau, fahren wir in die Baustelle rein. Die Arbeiter freuen sich morgen. Ja, ich glaube im Dorf, da war ich schon eine kleine Attraktion. Erstmal, weil ich eine Frau war, die waren ganz erstaunt, das haben sie auch gesagt. Und die haben sicherlich auch Angst gehabt um ihre Balkone doch. Dass alles heile bleibt, kann ich mir gut vorstellen, ja, aber alles heil, alles gut. Ich bin stolz auf mich, aber ich bin jetzt auch müde. Ich habe keinen Bock mehr, ich fahre jetzt genug gerne rüber zu meiner Ladestelle, gehe dann duschen, leg mich ins Bett und mach Feierabend. Wenn alles rund läuft. Dem Streckenverlauf 63 Kilometer folgen. Doch gleich hinter Brindisi ist die Adriatica gesperrt. Was habt ihr da gemacht? Was ist denn da vor los? Ist so Blaulicht da vorne, Unfall, oder? Ach, die bergen da den LKW, der da runtergefahren ist. Heute. Und die Straße unter der Autobahnbrücke ist ebenfalls gesperrt. Ich muss hier links. Jetzt würde mir. Oh, Leute, na. Na dai. Vielleicht funktioniert's ja mit italienischem Charme. Scusa, perché devo andare a Rutigliano? Austuni, è tutto chiuso, l'Austuni. Troverai i vicini urbani. Barullano? Dritta, destra, destra, sinistra. Grazie. Sono i vicini urbani per Austuni. Grazie, ciao. Lissy muss den Umweg über Austuni nehmen. Das wird jetzt noch lustig. Oder ei. Verdammte Facke. Das gibt's ja nicht. Wenn wir jetzt so weit rauskommen, dann legen wir einen Graben unten. Das sage ich doch. Es gibt keinen befestigten Seitenrand. Na bravo. Seid ihr nicht ganz dicht, oder? Heute wird Lissy bis zum letzten Meter alles abverlangt. Scheiß Lichter da, gell? Komm wieder vorbei. Ich sehe hier auch nichts. Lissy hat eine Idee, wie sie leichter um die Kurve kommt. Meine Achse muss runter. Ciao, buonasera. Ma dove vado adesso? Austuni. Austuni. Poi Bari. Ah, okay.
L'ho messa solo sotto l'asse perché è un po' troppo stretto. Ce la fai? Sì. Durch die heruntergefahrene Achse wird der Wendekreis kleiner. Leider wird durch den Umweg der Weg länger. Knapp 10 Kilometer Umweg muss Lissy in Kauf nehmen. Was kommt noch heute? Links abbiegen. Ja, links abbiegen. Hahaha, Witzbold. Doch am Ende kann Lissy auch wieder lachen. Wir. So, es ist so geil, wir haben es geschafft. Niente più ti lega questi luoghi. Wir haben es echt geschafft. Rechts ab, alles gut. Noch ist nicht ganz alles gut. Um diese Uhrzeit wird es nämlich nicht leicht, einen Stellplatz zu finden. Gehen wir mal schauen, wie es da drüben ausschaut. Stellplätze sind in Italien Mangelware. Ein Platz ist noch frei. Ein einziger Platz ist für mich noch frei. Ist das geil. Ein langer Tag voller Hindernisse geht zu Ende. Morgen früh heißt es laden und dann zurück nach Südtirol.